herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play der Karrieremodus in FIFA 15. Heute geht es gegen Bayer Leverkusen ran. Wir schauen mal schnell auf die Tabelle. Ja, Leverkusen auf Platz 3. Wir sind auf Platz 1. Ja, da heißt es natürlich am 10. Spieltag 3 wichtige Punkte holen. Dann wollen wir auch direkt mal starten. Wir hatten eigentlich unser Scout schon irgendwas hier gefunden. Das ist immer noch das Angebot. Transfers. Spieler suchen. Scout-Aufträge. Da ist nichts. Der hat den Wunschliste. Ja, da sind noch ein paar drauf. Mbolo, ja, wird noch beobachtet. Den würde ich echt gerne holen. Sehen wir hier eigentlich einen Preis? Ne, sehen wir noch nicht. Na gut, dann werden wir einfach mal starten jetzt gegen Bayer Leverkusen. So, los geht es. Wir sind in der Imtech Arena Hamburg gegen Leverkusen. Kießling, der Stürmer, der ein Tor geschossen hat, obwohl es kein Tor war. Gut, dann wollen wir mal direkt starten hier. Wir wollen uns gut verkaufen. Oh, jetzt habe ich vergessen zu laufen. Das war natürlich blöd. Kießling bleibt da hängen an Ostscholek. Weister legt den direkt durch auf Olic. Olic legt den erstmal rüber auf Jansen. Jansen spielt ihn zurück auf Olic. Olic legt den auf Beister. Beister sieht da. Schön Akbar Lauer starten. Der flankt den einfach mal rein, aber der kommt nicht an. Toprak ist dann da. Olic jetzt. Ilicevic, der täuscht da kurz an, aber kommt nicht durch. Kießling am Ball, Kießling immer noch am Ball, spielt auf Castro. Castro steckt wieder schön auf Kießling wieder durch. Bellarabi. Hilbert. Reinhardt. Bellarabi, über die rechte Seite. Steckt den da schön durch auf Kießling. Kießling legt ihn zurück. Castro kommt jetzt am Ball, aber Ostscholek passt auf. Ostscholek, der hat Tempo. Der weiß nicht wohin. Steckt ihn euch, aber der kommt nicht an. Toprak wehrt den ab. Bellarabi. Hilbert, Castro. Castro schön gesehen auf Hilbert, aber Giroud passt da auf. Giroud stört da. Und das war dann abseits. So, kurz ausgeführt von Adler auf Rajkovic. Drei wichtige Punkte. Das wäre doch was. Jeracek da am Ball und wartet auf Beister, dass der nachrutscht. Beister Hacke Spitze und wird dann gefoult, aber das war Ball gespielt, sagt der Schiedsrichter. Beister. Hacke Spitze durch da und Flanke rein in den Strafraum auf Luis Holtby, der macht yeah, das 1-0. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor in der 23. Minute am 10. Spieltag 1-0 für den HSV gegen Bayer Leverkusen. Wunderschöner Start. Papadopoulos setzt sich da durch. Bender spielt auf Kießling. Alles frei für Castro. Der könnte mal abziehen, aber der macht es nicht. Der legt ihn nochmal hoch auf Son. Heung-min Son. Der flankt den rein, aber René Adler ist da, der wirft den gleich weit nach vorne. Olic spielt auf Akbar Lauer. Akbar Lauer spielt wieder auf Olic. Olic wartet da auf Beister. Ne, Holtby. Beister ist da auf dem Flügel durch, aber
Akbonlauer kommt nicht an die Flanke. Schön. 1:0 Führung gegen Leverkusen. Drei wichtige Punkte, Castro. Bender steckt ihn da schön auf Kießling durch, aber Oscholik passt da auf. Und dann gibt es dann den Freistoß. Ich wäre der Meinung gewesen, das war ein Foul von Kießling. Aber so hat Heumingsson jetzt die Chance. Und der schießt drauf, aber Adler passt auf. Gefährlicher Abwurf da von Adler. Jiracek spielt direkt auf Beister. Beister hat Tempo. Der hat Tempo, aber verliert den Ball gegen Bellarabi. Weit reingeworfen auf Olic. Olic steckt den wieder schön durch auf Beister. Der flankt wieder. Der kann nachflanken. Und Akbarlauer kommt nicht an den Ball. Holpi an Kießling dran. Kießling kann sich ja befreien. Spielt auf Castro. Kießling weiß nicht wohin mit dem Ball. Adler kommt raus und hat den Ball. Rajkovic hat den Ball, spielt auf Oscholek. Oscholek weiß nicht wohin, spielt in den Raum. Gefährlich, aber Holpi kann da klären. Jiracek, Akbarlauer, Beister. Zurück auf Akbarlauer, der kommt nicht ran. Der war ein bisschen zu kurz gespielt da vom Beister. Beister hinter Song her und stört ihn wunderbar. Und es gibt nur einen Einwurf. Schlecht gemacht da von Son Olic. Ah, Akbarlauer wollte ein bisschen tricksen, aber das hat nicht geklappt. Wir gehen in die Halbzeit mit einem 1:0 für den HSV. Wunderbar, die Führung. So, wir werden mal wechseln. Akbarlauer geht mal in den Sturm. Rudnevs kommt, Müller kommt für Beister. Nein, Rudnevs geht in den Sturm, Akbarlauer bleibt auf seiner Position. So, Anstoß für den HSV, zweite Halbzeit. Jiracek sieht da Akbarlauer laufen, weit nach vorne. Das kennen wir ja, das ist gefährlich vom HSV. Und da behindern sich Akbarlauer und Rudnevs. Çalhanoğlu. Kießling. Zurück auf Çalhanoğlu. Der hat Platz und der kann schießen. Der ist gefährlich. Kießling schießt da drauf. Und der geht aufs Tor. Aber leider, leider daneben. Kurzer Abstoß von René Adler auf Jansen. Jansen spielt auf Iličević. Iličević auf Akbarlauer. Akbarlauer spielt da Rudnevs an. Iličević spielt da zurück auf Rudnevs. Rudnevs spielt zurück auf Holpi. Holpi steckt ihn da schön durch auf Jiracek. Und Jiracek, der kann schießen, das wissen wir. Der zieht ab und der ist gefährlich für Leno. Leno hat den aber erahnt und kommt ran. Leverkusen über Reinerts. Jetzt Hilbert. Roberto Hilbert kommt da schön durch. Keiner ist da dran. Jansen versucht dann noch zu stören. Bellarabi jetzt über die rechte Seite kann flanken, aber Giroud passt da auf. Wunderbar gemacht. Jetzt gibt es erstmal noch eine gelbe Karte. Und zwar ist die gelbe Karte für Papadopoulos. Wir schauen auf den Eckball von Leverkusen. Son wird ihn treten. Der geht gefährlich rein, aber Adler ist dann da und verliert den Ball. Das war aber Glück. Ganz viel Glück da für den HSV. So, was macht Holpi? Holpi wird da gefault und ist verletzt. Wir müssen wechseln. So, wir werden mal Holpi auswechseln. Dafür kommt Berami ins Spiel. Damit haben wir alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Ich hoffe doch, dass Holpi nicht so sehr verletzt ist. Berami jetzt über Iličević. Iličević macht einfach mal eine Ballrolle. Die kommt gefährlich auf Rudnevs, aber der kommt nicht an den Ball. Aufpassen, hinten dicht machen. Kießling, Çalhanoğlu, Rajkovic setzt da schön nach. Müller. Akbarlauer setzt sich da nicht durch, aber jetzt Nikolai Müller sieht da Rudnevs laufen, der ist frei, der zieht ab und Leno wieder mit einer Glanzparade am Ball.
Lando, Mann, ist das ein Tier, der Leno. Jiracek steht am Eckball. Führt den kurz aus auf Giroud. Giroud sieht da die Lücke, flankt rein, aber Berami steigt da nicht hoch. Leno pusht seine Leute, die sollen nach vorne, 71. Minute, verständlich. Und das war abseits, abseits von Kießling. Kurzer Freistoß, Berami, Giroud, Rajkovic. Der HSV würde das jetzt gerne hier auf Zeit runterspielen, aber vielleicht kommt nochmal ein gefährlicher Ball. Nein, Wendel passt da auf, kann den erahnen. Jetzt im Gegenanzug der Angriff von Leverkusen. Aber Akbarlauer, der arbeitet da schön mit. Jetzt die Chance für Rudnes. Kann er laufen? Hat er die Kraft? Setzt sich er dadurch? Nein, Papadopoulos ist da. Kurz gespielt, Rudnes wäre fast noch rangekommen. Rudnes setzt da schön nach. Weiter Ball nach vorne auf Kießling. So. Und geklärt von Nikolai Müller. 80. Minute, noch 10 Minuten im Spiel. Song auf Wendel. Wendel spielt ihn auf Bender. Bender steckt den gleich durch auf Kießling. Kießling kann aber damit nichts anfangen. Und was macht der HSV da in der Verteidigung? Da sehen sie nicht gut aus. Schlecht gemacht von Leverkusen. Das war die Chance gewesen gerade. Leverkusen spielt hintenrum. Papadopoulos weit nach vorne rein. Da steht niemand. Berami will da auf Akbarlauer spielen. Der kommt aber nicht an. Leverkusen hier am Drücken. Berami dazwischen. Schön. Akbarlauer. Rüber auf Nikolai Müller. Der ist vollkommen frei. Der kann laufen. Was macht Nikolai Müller? Schussfinte. Und der Ball kommt nicht zurück. Leverkusen spielt da ans Aus. 90. Minute. Kießling geht raus. Drimic kommt ins Spiel. Und Leverkusen hat nichts mehr zu melden anscheinend. Aber der HSV vertändelt da beim Einwurf nochmal den Ball. Drimic, Song. Und schön durchgesteckt da auf Bellarabi. Bellarabi, immer noch Bellarabi. Oscholli kann da nicht klären. Der Ball kommt da nochmal gefährlich rein. Aber nur Einwurf für den HSV. Macht der HSV jetzt alles richtig. Und dann ist das Spiel vorbei. Ein 1:0 gegen Bayer Leverkusen. Das waren drei wichtige Punkte für den HSV. Wir schauen gleich mal auf die Tabelle, wie es da jetzt aussieht, ob der HSV sich ein bisschen absetzen kann. Wir schauen mal rein. Tabelle, HSV, 10 Spiele, 7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 21 Tore, 7 Gegentore. 23 Punkte, Punkte gleich mit Borussia Dortmund. Bayern München kämpft sich langsam hoch auf die 6 mit 18 Punkten schon. Paderborn auf 16, Relegation mit 7 Punkten. Und was sehen denn meine müden Augen da? Werder Bremen hat das dritte Unentschieden eingefahren, 3 Punkte. Und Hannover 96 hat 4 Punkte. Also überzeugend ist das da unten noch nicht. Wir gehen mal ins Büro. Ich bin nicht glücklich, Boss. Ich muss öfter spielen. Mit meiner Fähigkeit kann ich nicht mit der Anzahl meiner Einsätze zufrieden sein. Das ist vollkommen richtig. Lasogga. Wir werden erstmal die Zeit vorstellen. Wir spielen als nächstes gegen Wolfsburg. Wir sind zu Gast in Wolfsburg. Das kennen wir ja schon. Wir werden schon mal unsere Aufstellung für das nächste Spiel machen. Giroud geht natürlich raus. Kleber darf nochmal spielen. Holtby scheint nicht ernsthaft verletzt zu sein. Aber wir werden mal den Herrn Lasogga spielen lassen für Akbarlauer.
Lasogga geht aber in den Sturm. So. Giroud geht erstmal auf die Bank. Westermann kommt mit. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich Bruns nochmal spielen lasse. Der hat ja im letzten Spiel, wo er gespielt hat, echt gut gespielt. Aber das entscheide ich dann in der nächsten Folge. Wir speichern das erstmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, haltet die Ohren steif und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.